Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es einen roten Heringssalat mit roter Beete und Äpfeln. Als erstes werden die Äpfel geschält und das Kerngehäuse entfernt. Ich habe hier zwei säuerliche Äpfel und dann werden sie in kleine Würfel geschnitten. Mit dem Gemüseschneider geht das ruckzuck und alles wird schön gleichmäßig. Ich setze dir den Link dazu mal in die Videobeschreibung. Die Äpfel kommen jetzt in eine separate Schüssel und werden mit dem Sud aus dem Rote-Bete-Glas übergossen. Im Herbst habe ich Rote-Bete süß-sauer eingekocht. Dazu gibt es auch ein Video. Du kannst aber natürlich auch ein fertiges Glas aus dem Supermarkt nehmen. Bis der Heringssalat fertig ist, können die Äpfel schon einmal in dem süß-sauren Sud richtig durchziehen. Zwei mittelgroße rote Zwiebeln werden ebenfalls mit dem Gemüseschneider in Würfel geschnitten. Und direkt hinterher noch einmal 5 Gewürzgurken. Wenn du keine neuen Rezepte verpassen möchtest, abonniere doch meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Die Gurken und Zwiebeln kommen schon mal in die Schüssel und dann wird der Hauptkandidat zubereitet. Ich habe 4 relativ große Bismarck-Heringe und nehme die Zwiebeln aus dem Sud auch noch mit dazu. Wenn du lieber Matjes nimmst, solltest du ihn vorher ein paar Stunden wässern, da es sonst zu salzig wird. Ich finde, mit Bismarck-Hering wird das Ganze viel würziger. Der Hering wird jetzt in mundgerechte Stücke geschnitten und die Zwiebeln auch ein wenig zerkleinert. Der Hering kommt mit zu den Gurken und den Zwiebeln in die Schüssel und dann wird die rote Beete klein geschnitten. Das mache ich diesmal mit dem Messer, weil die rote Beete zu weich ist für den Gemüseschneider. Die rote Beete kommt jetzt auch zu dem Hering in die Schüssel. Alles schon mal leicht verrühren. Und dann kommt der Apfel dazu. Der hat mittlerweile auch schon eine schöne Farbe bekommen und ist schön durchgezogen. Für das Dressing nehme ich den Rote-Bete-Sud, in dem die Äpfel eingeweicht wurden, und gebe 4 Esslöffel saure Sahne dazu. Wenn du das Dressing etwas dickflüssiger haben möchtest, nehme am besten nur die Hälfte von dem Rote-Bete-Sud. Jetzt kommen ebenfalls 4 Esslöffel Joghurt dazu. Ich habe griechischen Joghurt mit 10%, der ziemlich stichfest ist. Ich salze das Dressing noch kräftig. Wenn du Matjes verwendet hast, solltest du hier vielleicht erstmal auf Salz verzichten. Frisch gemahlener Pfeffer kommt auch noch ordentlich mit dazu. Einmal kurz verrühren. Und dann gebe ich einen guten Teelöffel Zucker dazu. Von dem Gurkensud nehme ich nochmal 4 bis 5 Esslöffel. Die Zutaten schreibe ich dir wie immer unten in die Videobeschreibung. Alles gut verrühren und dann eventuell noch einmal mit Pfeffer und Salz abschmecken. Jetzt alles über die Masse geben und gut runterrühren. Der Heringssalat sollte ein paar Stunden im Kühlschrank ziehen, dann schmeckt er am besten. Wir essen ihn gerne zu Pellkartoffeln oder einfach abends auf einer Scheibe Brot. Guten Appetit!